Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Yay, ja, und zwar wundert ihr euch jetzt, warum ich jetzt nochmal eine Roomtour mache. Und zwar war es so, dass sich manche nicht mein Roomtour-Video angucken konnten, aber manche halt schon. Und dann war es halt so, dass ich nämlich am Anfang Musik hatte, die natürlich nicht wieder mit dieser GEMA abgesprochen war und bababu, was weiß ich. Und ja, deshalb mache ich jetzt nochmal Neues. Und mein Zimmer hat sich jetzt eh noch verändert. Also die Möbel sind da, wo sie sind, aber steht jetzt auf dem Boden zum Beispiel die große WG-Häuser und bla bla bla. Und ja, fangen wir dann mal an. Ja, also hier die Tür wie immer. Lichtschalter. Hier unten habe ich meine WG. Dann ein Prinzessin-Schloss von Playmobil, was ich zurzeit für das Patch-Up benutze. Ein Spiegel. Und dann habe ich hier ein Bild. Da habe ich dieses Eiskönigin-Dingens da weggenommen. Hier habe ich ein Bild und zwar habe ich dort einmal Judy Hopps gemalt, versucht. Ja, dann habe ich noch diesen Cocker Spaniel versucht zu zeichnen. Ich habe keine Ahnung, warum ich mir die an die Wand gemacht habe, aber ja, dann habe ich hier so Regal. Drei Stück. Und da habe ich jetzt statt so Herzchen, Kerzen, was weiß ich alles, weil es mir zu kitschig wurde, einfach nur etwas reingestellt. Ja, dann ist hier mein Schminktisch. Stundenplan. Blumendingens, wie auch schon im letzten halt. Da habe ich auch noch so Parfüm Labello, die da gerade im Wallon umgekippt sind. So, hier habe ich dann meine Schubladen. Hier unten sind dann zwei Verrückheitsbücher, eine Schere und so ein Schminkkoffer, wo Nagellack drin ist, eigentlich nur. Eine Lilith Pet Shop Sachen. Eine alte Musikanlage, die nicht mehr geht, so einen Tisch. Der vorher, glaube ich, da stand. Ich weiß es nicht mehr so genau. Hier habe ich meinen Sitz. Und ja, dann habe ich hier mein kleines Kästchen. Hier habe ich einen Plüscheinhorn. Da habe ich meine selbstgemachten Dinger da, wie so Pegasus quasi. Nur die sind mir alle kaputt gegangen. Das Horn muss ich dann nochmal dran kleben. Okay. Meine Shorts. Einhorn. Ja. Spiegel. Dann habe ich hier noch so ein Regal. Da ist eine Taube, Parfüm, Parfüm, Taube. Und falls ihr euch wundert, warum ich immer nur so leere habe, ich bekomme nämlich immer die Reste von meiner Mama, weil die immer so gut riechen. Hier habe ich dann noch so Pinsel und Lipgloss. Ich habe keine Ahnung, warum ich die alle in so einen Becher da getan habe, aber ist einfach nett aus. Eine Lichterkette, Olaf und Wonder Action. Fragt mich bloß nicht warum. Ja, da. Ich habe gestern den Film Die Eiskönigin geschaut. Und ja, das da ist halt für ein Tauschpaket. Und zwar tausche ich mit der lieben LPS Mali Dash. Das zweite Mal schon. Ja, falls ihr euch wundert, warum ich mich so komisch anhöre, ich bin gerade erst aufgestanden. Wir haben nämlich jetzt 10:16 Uhr. Ja, das ist der Brief. Hier habe ich dann Zubehörteile. Und hier habe ich noch so Tierchen. Und ja, wir tauschen die Shorty. Goodbye, Shorty. Hier habe ich eine Blume. Hier ist Flutschi. Ja, ich habe den so genannt. Keine Ahnung warum. Fensterbank. Ein Schleichpferdchen. Ein Eiskönigin-Kalender. Heizung. Und mein großer Schrank. Und ja. Fenster, die Herzchen sind hier oben noch dran. Und ja, scheiß Wetter. Was will man mehr? Dann kommen wir zu meinem Bett, was ich. Ja, was hat sich daran eigentlich verändert? Nur die Bettwäsche. Ich liebe diese Bettwäsche. Das da ist mir zwar ein bisschen zu pinky, aber. Ja. Mein Pferd. Bett. Bild. Hier ist noch meine Eule, da habe ich noch meine Eiskönigin-Poster. Dann habe ich hier unten so LPS-Häuser. Da hinten habe ich jetzt dieses eine Ding von da. Auch da reingetan, weil es irgendwie nervig und doof aussah. Hier unten ist meine Krimskrams-Regal-Dingens, da auch. Hier habe ich meine Musikanlage, eine Box, Zeitschriften, Kopfhörer, CDs, auch noch ein Schleichpferd, Kaugummis und eine Kamera und ja. Hier oben habe ich dann, hier hatte ich ja vorher Bücher stehen. Und zwar waren da oben Harry Potter Bücher, aber die hat dann meine Schwester genommen und da habe ich dann diese Reihe noch da oben getan.
Und dann hatte ich hier Platz für Lilith Patchup. Yay! Endlich mal ein Regal nur mit Lilith Patchup. Ja, hier ist meine WG. Meine andere WG. Ich habe viele WGs. Ja. Hier oben habe ich dann meine Lampe, die ich eigentlich immer anhab. Hier habe ich dann Bücher. Hier habe ich ein Pferd. Meine Warrior Kids Bücher sind oben, wo ich wahrscheinlich auch noch eine Roomtour machen werde. Aber zurzeit sieht es dort sehr chaotisch aus. Ein Schleichpferd. Hier oben habe ich so eine Box. Da sind so Polly Pocket Klamotten drin und was weiß ich. Eine Lavalampe, Kostüm, Box mit. Keine Ahnung, was da drin ist. Werden wir einfach mal reinschauen. Ja, jetzt bin ich gespannt, was da drin ist. Du. Ach so. Okay, Kerzen. Ja, Bücher, ein Bild und da oben sind Polly Pocket Häuser und eine Tüte von Weihnachten. Yay. Dahinter habe ich dann noch so ein Yoga-Poster. Das sieht man aber jetzt gar nicht mehr. Und Geschenkpapier. Tja. Teppich und da unten sind auch noch so Sachen drin. Und ja, das war mein Zimmerversuch Nummer 2 quasi. Und ich hoffe mal, es hat euch gefallen. Ich würde mich freuen, wenn ihr ein Abo da lasst. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.